Hallo ihr Lieben, willkommen bei Lightful Shadow. Willkommen zu eurer Jahreslegung für das Jahr 2023 für alle Luftzeichen. Zwilling, Waage, Wassermann, ihr Lieben. Ihr seht hier ganz verschiedene Decks, denn wir schauen auf ganz verschiedenen Ebenen. Es wird ein längeres Video. Lehnt euch zurück, entspannt euch, holt euch was Schönes zu trinken, was zu essen und wir starten, denn ich werde euch zuerst Energiekarten ziehen. Um was geht es bei euch 2023? Was sind eure Themen? Was dürft ihr lernen? Dann schauen wir ganz ausführlich in die Liebe. Wann kommt die Liebe? Wer kommt? Was kommt? Ja? Und dann auch noch beruflich. Und wir klären natürlich mit verschiedenen Decks. Und am Ende gibt es auch noch eine Liebesbotschaft, eine Liebeskarte, die dich begleiten soll im Jahre 2023 für alle Zwillinge, Waage, Wassermann, für meine lieben Luftzeichen. Und ihr Lieben, wir starten jetzt direkt mit deinen Themen. Um was geht es bei dir 2023? Was steht da so hauptsächlich an? Und wenn ihr private Beratungen, Coachings, Fernheilungen, Rituale wollt oder eine individuelle private Liebeslegung für euch, ich meine, das kann auch sehr gut für euch sein, spürt hier rein, aber es sind Kollektivlegungen, das muss gesagt werden. Wenn ihr Privates wollt, unten in der Bio ist alles verlinkt. Schaut gerne da vorbei, schreibt mir auf Instagram, auf TikTok, folgt mir auch gerne auf Instagram. Ihr könnt mir per E-Mail aber schreiben oder per Instagram für private Legungen. Ab Mitte Januar habe ich wieder freie Termine, ihr Lieben. Und wir schauen jetzt mal für meine lieben Luftzeichen. Uiuiui, da hat sich schon gleich alles gezeigt. Das Jahr wird nicht so einfach starten für euch, ja? Das war's wohl. Ihr hattet hier, bei euch ist es ganz klar so, das Jahr 2021 hat ganz viele zerstört, das Jahr 2022 viele verändert und jetzt geht es hier wirklich in die Heilung. All diesen Kampf, der hier war und mit dem Kampf habt ihr auch noch am Anfang des Jahres zu kämpfen, den ihr hattet, den Kampf gegen euch, den Kampf für verschiedene Sachen, die ihr hattet, den lasst ihr jetzt endlich los. Ja, ihr müsst nicht mehr kämpfen, ihr müsst es sein, nicht mehr festhalten, lasst es gehen, lasst es los. All die alte Schwere, all die alte Last von euren Schultern, ja, sodass hier auch mal wieder Neues kommen kann. Mir wird hier auch gezeigt, dass eure Gedanken euch manchmal wirklich einen Strich in die Rechnung machen und das auch 2023. Ihr habt hier oft selber mit euch zu kämpfen, da geht es hier viel um Selbstbeherrschung, auch um die Selbstkommunikation, wie redet ihr mit euch selber. Seid nicht zu streng mit euch selber und geht wieder mehr raus, erlebt wieder mehr, macht wieder mehr Abenteuer. Es geht bei euch viel um Abenteuer, um viel Leichtigkeit und um endlich alles, was euch belastet, all die Schwere, all den Kampf loszulassen, okay? Und beherrscht euch auch selber im Sinne von, wie rede ich über mich selber, was sind meine Gedanken, was möchte ich und was möchte ich nicht, ja? Und ihr Lieben, wow. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber seht ihr hier den Kampf? Und was seht ihr hier? Zwei Menschen, die zueinander finden. Zwei Menschen, die zueinander finden. Nach all diesem Kampf finden endlich zwei Menschen zusammen. Seht ihr es? Ja. Das könnten natürlich auch zwei Rivalen sein. Aber nein, ich sehe das hier so, dass euch auch nochmal eine gewisse Person sehr helfen wird, nochmal loszulassen. So, wir starten jetzt mit der Liebe. Und da schaue ich zuerst mal in eure Gefühls- und Gedankenwelt für 2023. Was zeigt sich in der Liebe? Und dann klären wir hier mit dem After-Tarot, um noch mehr Infos für euer Gegenüber, wenn denn einer da ist, zu bekommen. Was zeigt sich für Zwilling, Waage, Wassermann? Wow! Einer der höchsten Karten, schon mal des Kreuzes gefallen. Etwas sehr Schicksalhaftes, wo ein großer Schutz dahinter ist. Habt ihr schon mal ganz zentral drin. Aber wir legen jetzt aus und dann gehe ich in die Deutung. Und schon wieder was sehr Tiefes. Fällt mir schon mal sehr, sehr gut, ihr Lieben. Da seid ihr gefallen als Personenkarte. Sehr schön. Ich mache das mal so, dass ihr was seht. Aber ihr werdet sowieso nichts sehen. So. So. Jetzt schauen wir mal weiter. Ah, Treffen. Ihr wollt wirklich in die... Ihr seid in Date-Laune 2023. Ihr wollt euch jetzt endlich mal wieder treffen. Was ihr ja sehr lange nicht wart. Wow. Auch wenn ihr am Anfang das Gefühl habt, dass ihr vielleicht so die zweite Wahl seid, aber und euer Gegenüber hat sich mir auch schon gezeigt, das ist ja sehr schön. Viele Personenkarten, da sind auch noch so diese scharfsinnige Verstrickungen, ja. Positive Veränderungen habt ihr hier auch. Es ist auf jeden Fall jemand, der am Anfang auch, wie in der anderen Legung, die ich gerade hatte, sehr verschlossen ist.
aber jemand, der aus einer sehr gesundheitsaspektierten Seite hier auch kommt, ja. Und Kommunikation kommt hier auch rein, also schnelle Kommunikation, viel Schrift, ja. Und hier habt ihr hier diese Irrungen und Wirrungen über Bekannten und Freundeskreise, ja. Das ist nicht jemand, den ihr hier übers Internet kennenlernen werdet, ihr Lieben. So viel kann ich euch schon mal sagen, aber wir gehen jetzt hier genauer in die Deutung rein. Du hast auf jeden Fall Lust auf Treffen. Und man kommt hier auch mit einer sehr netten Geste auf dich zu, ja. Kann auch sein, dass du das hier mit irgendeinem Vertrag erhalten bist. Neuer Arbeitsvertrag, neue Stelle, neue... Ja, das hat hier irgendwas auch mit einem Commitment zu tun, mit einer verbindlichen Entscheidung, wie schon fast mit einem Versprechen. Wir schauen jetzt mal in der Klärung, was es denn hier zu tun hat. Also erstmal hast du über die letzten Jahre eine sehr dominante Ausstrahlung bekommen, ja. Du weißt, was du willst, du weißt, was du nicht willst, du bist hier zielgerichtet und entweder man gibt dir das, ja, oder man ist das oder man ist es nicht und dann kann man auch gehen. Ja, du gibst dich hier mit nichts weniger mehr zufrieden als das, was du verdient hast. Und das ist sehr, sehr schön, denn du lässt all den alten Trash, sage ich mal, draußen, ja. Du schüttest all das Negative weg und bist jetzt hier bereit, in die Empfängnis zu gehen. Und das auch in Bezug auf die Liebe. Und das ist sehr, sehr schön, denn du warst lange nicht bereit für die Liebe und lange auch nicht offen für die Liebe. Und jetzt bist du es. Und jetzt hast du hier deine ganzen Kraft hier mehr oder weniger an der Seite und bist wirklich auch bereit, dich auf der Suche zu machen. Nicht wirklich hier auf die Suche zu gehen, aber wirklich jetzt hier auch gewillt, etwas dafür zu geben, ja, in diese Liebesfrequenz auch reinzukommen und endlich mal wieder das Herz nach langer Zeit zu öffnen. Ich möchte nur mal wissen, was es hier mit dieser Schlange auf sich hat, in den dein Gegenüber direkt reinschaut. Ja. Das ist jemand, der sehr dynamisch ist, der auch sportlich mir scheint, der auch oft unterwegs war, der ab und zu auch mal gerne am Wochenende unterwegs ist, ja. Der aber auch schon mit seinen inneren Dämonen hier zu kämpfen hat, vor allem abends, ja. Viele prägende Gedanken, viele Sachen hat dieser Mensch erlebt. Das ist kein Kind von Traurigkeit, okay, mit dem wir es hier zu tun haben, den du kennenlernen wirst. Konkrete Zeitangaben habe ich jetzt hier nicht wie bei den anderen, kann ich aber gleich nochmal, gehe ich direkt mal in die Klärung, wann du denn im nächsten Jahr mit dieser neuen Person rechnen kannst. Du bist das Luftzeichen, schaut mal, Zwilling, Waage, Wassermann. Das ist für einige Frauen hier auf die Legung, aber natürlich auch Männer, das Video ist geschlechtsneutral. Wann lernst du jemanden kennen 2023? Wir haben hier den Neubeginn, ja. Richtung Mai, ihr Lieben, ab Mai bis September stehen hier die Chancen für euch sehr, sehr gut, ja. So viel mal zur Zeitangabe. Was ist es jetzt hier mit dieser dritten, mit dieser Schlange? Was hat es hier mit der Schlange auf sich? Wir gehen mal in die Klärung. Ja, also das sind hier einfach nur noch Verstrickungen. Das ist der Abschied. Also er war hier verstrickt in einer toxischen Beziehung, beziehungsweise in einer Beziehung, die ihm nicht ganz gut getan hat. Die haben sich beide nicht gut getan. Beide haben sich hier wie bekämpft, gegen emotional bekämpft im Sinne. Aber hier ist es rum, ja. Er ist hier in der Transformation, in der Heilung. Und er lässt auch das Alte jetzt hinter sich, ja. Also das ist jemand, der hier von einer Dame schon bereits gegangen ist. Das ist hier schon im Abschied. Wie gesagt, hier finden Treffen statt. Du scheinst mir nochmal jemand zu sein, der wirklich sehr, sehr stark an sich gearbeitet hat, auch im letzten Jahr. Und jetzt wirst du dafür beschenkt, belohnt. Du verschließt dich nicht mehr, du öffnest dein Herz, hier kommt Kommunikation rein. Wie gesagt, kann auch sein, jemand mit einem kulturellen Hintergrund, mit einem ausländischen Hintergrund, dass das hier diese Person ist. Denn wir haben hier einmal dieses Schicksalskreuz und das steht immer für Religion, Glaube, ja, auch fürs Ausland gewisser Art und Weise, dass man hier eine gewisse Kultur auch teilt, aber auch den Glauben teilt. Kann jemand sein, der spirituell ist, kann jemand sein, der auch an etwas anderes glaubt, im religiösen Aspekt oder wie auch immer. Also man glaubt hier auf jeden Fall an etwas und ja, vertritt hier auch dieselben Werte. Und man sieht dich hier wirklich als die Queen an, ja. Man sieht dich hier als eine sehr anmütige Frau an, man vergöttert dich hier auch, man sieht dich als wunderschöne, attraktive Frau an, als eine sehr reife Frau. Und jetzt möchte man dir hier auch in gewisser Art und Weise ein Angebot machen. Am Anfang wirst du dich aber wirklich wie das zweite Rad am Wagen führen, aber wie gesagt, es nimmt hier wirklich einen sehr schönen, positiven Lauf, eine positive Entwicklung. Hier muss man sich einfach darauf einlassen. Und ich glaube, ihr lieben Feuerzeichen, ihr lieben Luftzeichen, Zwilling, Waage, Wassermann, damit werdet ihr am Anfang wirklich starke Probleme haben, ja. Denn ihr habt ja am Anfang schon auch noch mit euren eigenen Masken vor allem auch zu kämpfen, ja. Sich vor allem wirklich wieder zu spüren, wie es anfühlt, geliebt zu sein und zu lieben, das ist für euch wirklich auch neu.
denn das hattet ihr hier sehr lange nicht mehr. Ja. Aber das sind schon mal sehr schöne Ausblicke für euch für die Liebe. Wie gesagt, ab Mai bis September stehen die Chancen hier sehr gut für die Bekanntschaft. Ihr werdet euch hier nicht übers Internet kennenlernen, das hatte ich schon gesagt. Und auch die Person, sie wartet schon auf dich. Dieser Seelenruf ist schon da und ich bin mir sicher, du könntest auch schon auf Seelenebene, auch wenn du ihn oder sie im Irdischen noch nicht kennst, du kannst hier schon kommunizieren. Und du kannst natürlich auch diesen Prozess beschleunigen, ja. Nur ist auch immer die Frage, möchtest du es denn beschleunigen? Denn es bedarf auch immer einer gewissen Seelenreife. Ja, und wenn dieser Partner einfach noch gebunden ist, oder wir haben ja jetzt gesehen, dass er nicht mehr gebunden ist, aber wirklich gebunden war, aber wenn er emotional einfach auch noch nicht stabil und reif genug ist, jetzt in eine neue Bindung zu gehen, dann lassen wir ihm lieber noch die Zeit und lassen ihn dann kommen, wenn er kommt. Aber was du schon mal machen kannst, ist zu sagen, dass du ready bist und dass, wenn er auch ready ist, du diese Person dann mit offenen Armen empfängst. So, ihr Lieben, und jetzt gehen wir direkt, ich ziehe euch jetzt schon direkt eine Liebesbotschaft. Eigentlich machen wir das am Ende erst, aber ich denke, das passt gerade sehr gut. Und dann gehen wir in den Beruf rein. Was darf ich allen Zwillingen wagen und Wassermännern mitgeben für 2023 in der Liebe? Schauen wir mal. Ui. Ja, ihr Lieben, ich hatte ja schon gesagt, dass ihr immer so ein bisschen auf Abwehr seid, mit angezogener Handbremse, euch am Anfang auch das Problem habt, nicht richtig öffnen zu können. Und genau das ist es jetzt auch hier. Achte auf Warnsignale. Und genau das ist es. Du wartest schon irgendwie gefühlt drauf, wenn etwas auch zu perfekt läuft. Wo ist denn jetzt hier der Haken? Ja. Und nur weil es in der Vergangenheit nicht gut läuft, heißt es nicht, dass es jetzt ja nicht gut laufen soll. Also bitte schau dir die Sachen an, ja. Aber treff nicht sofort deine Entscheidung, dass du dann gleich wieder in den Rückzug gehst. Schau dir das an und nicht jedes Zeichen ist unbedingt ein Warnsignal. Sei wachsam, aber lass hier nicht zu viel Negatives zu. Lass dich hier nicht verleiten von diesen negativen Ereignissen aus der Vergangenheit. Und ihr Lieben, auch das hatte ich gerade schon gesagt und das passt hier sehr gut. Rufe deinen Seelengefährten herbei. Denn diese Person kannst du hier schon wirklich herbeirufen. Denn ihr kommuniziert schon auf Seelenebene und ihr könnt hier auch schon kommunizieren auf Seelenebene. Und genau das bestätigt auch nochmal gerade, was ich gesagt habe. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzukommen. Ja? Also ohne Druck, aber trotzdem zu sagen, ich bin ready für dich und ich empfange dich dann, wenn du kommst, mit offenen Armen. So, ihr Lieben, jetzt schauen wir uns mal deine beruflichen Aussichten an. Ja? Einige sind im Wechsel. Was ist hier los beruflich? Für alle Zwilling, Waage, Wassermann beruflich. Und wir klären dann mit dem Tarot. Ach, gerade ist so ein bisschen Stillstand bei euch drinnen, aber auch das wird sich hier ändern. Eine Dame wird euch hier ein Angebot geben und weißt du, ihr wollt auf jeden Fall keine Durststrecke hier in etwas haben und eine Dame wird euch hier irgendwie ein neues Angebot geben. Du wirst ja auch irgendwie wieder Kontakt mit jemandem aus deiner beruflichen Vergangenheit zu tun haben, irgendwie ein Ex-Kollegen, eine Ex-Kollegin, ja, mit der oder dem du dich sehr gut verstanden hast, da wirst du wieder Kontakt haben. Und generell, du wirst hier etwas Neues finden. Ich sehe bei euch was Neues und da hast du hier auch die World liegen. Also du wirst dich hier wie zu Hause fühlen. Und dann wirst du dann wirklich sagen, das ist jetzt meine Endstation oder auch nicht Endstation. Aber das ist jetzt hier wirklich das, was ich will. Und wo ich auch gewillt bin, wieder neu zu investieren und neu in meine Kraft zu investieren, bevor ich hier vielleicht wirklich auch gehe. Ja? Denn in dieser neuen Position, wo ihr gehen werdet, werdet ihr euch sehr wohl fühlen, aber ihr werdet dort nicht für immer bleiben. Ihr werdet da auch nicht lange bleiben. Denn ich sehe, dass ihr euch hier auch trennen müsst von etwas im Beruflichen, ihr Lieben. Und dass ihr auch bitte die rosa-rote Brille abnimmt, ja, weg von Illusionen. Viele Menschen nutzen euch auch aus für eure Gutmütigkeit. Hier ein bisschen aufpassen. Ihr kriegt hier eine neue Chance, ein neues Glück. Und das wird aber auch was euch selber verwirklichen. Viele werden hier auch überlegen, sich ein zweites Standbein irgendwie nebenbei zu machen. Ja, aber letztlich, also ab Oktober läuft es extrem gut bei euch finanziell. Da kommen hier auch größere Geldbeträge rein. Also das schaut mir hier sehr, sehr schön aus. Und ihr habt hier auch neue Verträge drin liegen, unterm Tarot. Was kommt hier noch so beruflich? Ja, in den kalten Zeiten werdet ihr euch viel Gedanken machen rund um Beruf, weil ihr merkt, ich muss jetzt mal hier irgendwie was Neues wagen. Es muss was Neues hin. Ihr verlasst hier auch erhobenen Hauptes die Sachen und ihr seid hier ein bisschen Anfang des Jahres noch auch in einem kleinen Mangel. Ja?
in einem Mangel, aber da kommt ihr schnell raus. Wir schauen jetzt mal, was es hier mit dieser neuen Sache im Beruflichen zu tun hat bei euch. Was gibt es beruflich für alle Luftzeichen Neues? Ja, also wie gesagt, eine Dame. Ihr habt hier sehr konkret mit einer Frau auch zu tun, die euch hier wirklich was Neues verschaffen wird. Ich sehe bei vielen etwas Neues im Oktober. Im Oktober seid ihr irgendwie woanders und da werdet ihr auch siegen, ihr werdet gut angenommen, ja. Und ihr baut euch hier wieder langsam was Neues auf und das ist sehr, sehr schön. Als Kleiner, euch wird ja auch geraten, loszulassen von alten, herkömmlichen, konventionell, traditionellen Sachen, ja, dass ihr mal neue Wege hier auch wagt und für euch ein kluges Urteil trifft. Wo habt ihr vielleicht weniger Arbeit für mehr Geld?